meine Freunde der Dunkelheit. Heute kommt eine neue Episode von One Piece Unlimited World Red. Oh yeah. Wir müssen in der letzten Episode leider kurzfristig abbrechen, weil mein Controller, der Akku leer gegangen ist oder kurz davor stand, leer zu gehen. Von daher habe ich mir eine kleine Zockerpause gegönnt, den Akku wieder aufgeladen und es kann weitergehen. Wir haben bei Skapia aufgehört, wenn ich mich richtig erinnere. Natürlich erinnere ich mich richtig. Denn das ist ja keine 2-3 Stunden her. Für mich, für euch vielleicht einen Tag. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wann das hochgeladen wird. Werden wir noch sehen. Auf jeden Fall wird es Zeit, weiter zu spielen. Da sehe ich ein Ei. Wollen wir nochmal hier scrollen? Warte mal, wie ging das nochmal? Ah, genau. Oh! Das Windrad hat mir ein paar Items gegeben. Na, warum nicht? Aber zurück zu der Action. Oh, Skypier, ein Ort, an dem eine himmlische Landschaft neben einem dichten Dschungel existiert. Appayat. So, behalte ich das Team? Mal schauen, wie sehen die Levelverhältnisse aus? 10, 9. Ich denke, mein Team kann so bleiben, wie es bislang war. Das sieht doch ganz gut aus so. So habe ich die Gelegenheit, Lissop noch ein bisschen zu trainieren. Sanji als Heiler für den Fall der Fälle und einen stärkeren wie Zorro, das mit dem Level her ein bisschen weiter auf ist, nur um sicher zu sein. Ich denke, das ist eine ganz gute Konstellation. Und hier sind wir wieder. Upsala, nein, bleib schön bei Lissop. Aha, hier fangen wir also an. Gar, nehmen wir Zorro, damit ich auch die Gebüsche ein bisschen hier kaputt schneiden kann. Denn das kann ja nur er. Ich meine, ich muss sie nicht kaputt hauen, diese Grasdinger hier. Aber, komm. Irgendwann wird sich das als nützlich erweisen, dass ich das aufgehoben habe. Jetzt gibt mir hier dieses Giftnektar. Ein neues Wort. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege die Elite-Armee des Gottes und hol das Wort. Okay. Ich denke, die Pause tat mir ganz gut, denn ich bin jetzt wieder ein bisschen redegewandter. Denn in den vergangenen Episoden war ich doch eher stiller. Zumindest habe ich so das Gefühl, hoffentlich bleibt das auch so. Ja, noch ein bisschen Gras oder Kraut. Nehmen wir her damit. So, kommen unsere Freunde hier? Ah, natürlich nicht. Dann müssen wir die jetzt suchen. Oh mein Gott. Gerade weil Zorro auch noch sagt, wir sollen uns nicht verlaufen. Na los, Wolf. Du bist zwar nicht der Himmelskrieger, den ich besiegen muss, aber man weiß ja nie. Ja, streitet euch weiter, das ist lustig. Das sind auch nicht die Himmelskrieger, die wir suchen. Okay. Ah, die leben ja noch. Wie viel halten die denn noch aus? Vielen Dank.
Ja, Lysop schießt weiter gegen den Baukante. Genius, gut gemacht. Ja, los Sanji. Tritt ihn in den Arsch, komm schon. Besiegt er den nochmal? Ich beobachte mal dieses Spektakel, wir sind. Geht doch. Nein, das waren nicht unsere gesuchten Freunde. Laufen wir mal hier nach oben. Irgendwo müssen sie ja sein. Hm, hier sind ein paar Himmelskrieger. Könnten das unsere gesuchten Freunde sein? Das finden wir nur auf eine Art heraus. So. Los, mit dem Break. Hoffentlich zerschmettern wir auf sie ganz schnell. Ja! Das waren die. So, Schlüsselwort gefunden. Ich habe gesucht. Ja, wir haben in der Tat ein wenig gesucht. Vielen Dank. So, wie gehe ich denn am besten? Ja, perfekt. Ist das der richtige Weg? Da können wir ja gleich auch noch mal die Flying Lamp begutachten. War das dieser Weg? Lass mich in Ruhe. Nee, das ist doch nicht der Weg, oder? Doch. Ist das nun die Flying Lamp? Sieht so verdächtig danach aus. Naja, weitergehen. Wir haben genug in Erinnerung geschweckt. Netz, nimmer. Jupp, wir sind richtig. Zur Sicherheit gucke ich danach, denn mein Orientierungssinn ist ähnlich wie der von Zorro. So. Sesam, öffne dich. Du hast den Weg geöffnet mit Ich habe gesucht. Endlich sind wir aus dem Wald. Es ist dunkel. Hoffentlich gibt es hier keine Geister. Ich habe solche Angst. Ja, dass Brooke immer sowas sagen muss, das passt einfach grandios zu ihm. So, bestimmt erwarten uns hier ein paar Gegner. Wie gesagt. So, es wird Zeit hierfür. Schade, ich dachte eigentlich mit der Astra-Technik von Zorro. Dieses R und X-Special. Aber was soll's. War auch eine sehr interessante und vor allen Dingen starke Technik. Wow, Alter. So, den Last Hit gönn ich mir. Da war ich schneller als diese Pflanze. Große Kartoffel. Warte, da gehe ich doch lieber. Ah, siehst du, ich wäre beinahe den falschen Weg wieder gegangen. Hier lang wollte ich. Eine Schatztruhe. Wehe, wenn das eine Falle ist. Nein, wunderbar. Wort gefunden. Das ist schrecklich. Und natürlich habe ich Chopper nicht dabei. Aber halb so wild. Ist jetzt die Frage, welchen Weg gehe ich? Ich glaube, ich gehe diesen. Ah, immer diese Wölfe. Aua. Thank you.
Mein Wirbelsturm hat mich gerade so gerettet und ich konnte sogar noch einen Konter einsetzen. Bedeutet also sowas wie zusätzlicher Damage. Keratinpartikel. Aha. Was auch immer das ist. Ich habe so das Gefühl, uns erwartet hier ein Kampf. Anscheinend doch nicht. Sind das Lebenskugel oder SP-Kugel? Lebenskugel, wunderbar. Dann bediene ich mich ein bisschen. Ah, das war schon. Ich dachte eigentlich, dass ich mein Leben voll aufladen könnte, aber das war ja jetzt nicht der Fall. So, gehen wir kurz diesen Weg entlang, denn kann ja sein, dass wir noch was übersehen haben. Ja, naja, Gegner, die es eigentlich nicht wert sind, ignorieren wir mal. Aber ein bisschen leveln? Ach, komm, Kampf. Ich kann stärker werden. Hat sich der doch gelohnt. So eine kleine Trainingssession. Ja. Aber an sich haben wir mit diesem Weg nichts Wirkliches verpasst. Dann können wir auch den gleich zurückgehen. Ist ja ein schöner Gehweg auch. Ein bisschen Landschaft genießen. So, ich denke mal. Ja, doch. Gehen wir gleich rein. Mal schauen, was uns erwartet. Du wirst die Glocke nie bekommen! Ich fange mit allem an, was ich habe! Maximal 200 Millionen Volt! Falt, blauen Leute, Falt? Okay, findet jetzt der Endkampf so in Fallen statt? Naja, so lala, ich dachte schon. Ja, echt interessant gewesen. Okay. Junge, Junge. Ja, natürlich! Wie kämpfen wir am besten gegen... Wow! Wie hoch ich springen kann, geil! Mal schauen, ob ich... Den Verbindungsangriff. Ziehen wir ihn damit was ab? Sollte lieber. Ja, ein bisschen. Aua. Steh auf. War. Obwohl ich auf Schuss gedrückt habe. Schäm nicht. Ich glaube, hier ist es besser, einfach ein bisschen rumzuspringen. Ja, komm schon. Ich glaube, ich sollte hier springen. Spring! Du solltest springen! Ich bin uns eine Heilkapsel. Wow, 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 wow. Ja, irgendwie konnte ich den doch ein bisschen ausweichen. Oh. Ich glaube, Lissop wäre hier echt besser geeignet. Schön aus der Ferne ganz erschießen. Aber ist doch voll die Idee eigentlich.
Ich muss das nur richtig anstellen. Ja, das Ausweichen von Lissabon ist cool. Hallo Sene! Wo ist denn deine atemberaubende Kraft? Sogar Lissabon macht dich fertig! Wow, spring! Ich meine, wir sind zwar im Himmel, ne? Aber selbst da wundere ich mich, wie lange wir eigentlich noch fallen. Lissabon flucht, Nadeln unter den Fingernägeln. Was ist denn das für ein Fluch? Ja, guck dir das an, Alter. Oh, nein! Der hat mich! Da hat sie nicht so eine Fresse! Ah! Da kriege ich das Frösteln, was auch immer das bedeutet. Hier, Heilkapsel! Und Verbindungsschlag! Lauf, Lissabon! Wow! In der Luft irgendwie ausgewichen. Wie auch immer ich das gemacht habe. Ach du Kacke. Lissabon kriegt ganz schön Damage. Lissabon Fluch. 5 eitrige Mundhöhlenentzündung. Was ist das denn für Flüche? Ausweichen! Lauf, 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 lauf! Und ausweichen wieder! Lauf, 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 lauf! Und wieder laufen! Oh. So Fluch, Papierschnitt im Finger! Okay, das tut wirklich weh. Zur Zeit, die erste Special einzusetzen! Wow, das hat überraschend viel gebracht. Diesen Modus sollte ich lieber lassen, ansonsten sehe ich nicht, ob ich ausweichen kann oder muss oder sonst irgendwas. Wo ist er? Wow! Was close? Oh nein. Spring, spring, spring! Er hat irrsinnig gesprungen. Ich wechsle mal zu Sanji. Junge, Junge. Oh oh. Huh! Was close! Guck mal. Ja, wenn wir das mit. Oh, verdammt, der hat das überlebt. Aber. Er ist besiegt. Ich bin unbesiegbar. Ja, genau. Ich bin ein Gott. Dritter Gang, Panzer. Gum, gum. Elefantogang. Ohne Wolken unter uns wäre ich gestorben, wenn ich nicht schon tot wäre. Da ist er ja. Hier war es auch nicht. Na, wie wär's, Nico Robin? Würdest du mir gern bei der Suche nach der Frucht helfen? Du wirst auch für deine Hilfe belohnt. Sie wird niemals auf deine leeren Versprechungen. Verdammt. Sehr interessant. Jetzt setzt auch noch die Strohhüter gegen mich ein. Allerdings habe ich das auch schon erwartet gehabt. Denn am Anfang des Let's Plays war es ja genauso.
dass wir entführt wurden von unseren eigenen Freunden, sozusagen. Naja. Ich habe gesucht erhalten. Tafellesen ist jetzt verfügbar. Ah, na also, jetzt habe ich also diese Fähigkeit, die ich mit Robin schon immer haben wollte. Jetzt kann ich diese Fundamentsteine da lesen. Finally. Komm, komm, erhalten. Thunderbreed Tempo ist jetzt verfügbar. Und meine neue Waffe, ein grüner Stern, Wolfs Einschlag ist jetzt verfügbar. Geil. Und to be continue. Jupp, wir wollen speichern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr die letzte Episode verpasst habt, dann klickt doch oben auf die Schaltfläche, dann werdet ihr dort weitergeleitet. Und bei Next Episode, da werdet ihr natürlich auf der nächsten Folge gleich weitergeleitet, sobald die hochgeladen ist. Am besten gleich keines meiner Videos verpassen und abonniert meinen Channel. Es ist selbstverständlich gratis. Somit verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns wieder. Bis dann, ciao.